Willkommen zum Mittwochsupdate vom 17.07.2019. Ja, wir sehen schon im Hintergrund den neuen Pferdemarkt. Ferdinand und Eddie sind sesshaft geworden und haben hier in der Nähe von Dolz Abbey einen dauerhaften Platz für den Pferdemarkt bekommen. Hier gibt es auch neue Jorvik'sche Warmblüter, die schauen wir uns gleich mal an. Alle Jorvik'schen Warmblüter sind jetzt ab Level 5 kaufbar, auch die, die es vorher schon an anderen Orten gab. Und in Fort Pinter wurde ein bisschen Platz gemacht. Ein paar Pferde stehen jetzt auch mit auf dem neuen Pferdemarkt. Ja, am Strand gibt es ein neues Design, da schauen wir gleich auch nochmal hin. Das Midsommerfest geht noch bis zum 24.07., solange ist auch noch Gary Goldson da. Mit seinen beiden neuen Urpferden, den Lusitanos, mit dem Birkepferd und dem Kirschblütenpferd. Ja, und ab nächster Woche startet eine Strandparty am Fort Pinter Strand. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal nach hinten auf den Pferdemarkt. Hier ist der Weg von Fort Pinter Richtung Dolz Abbey und ja, eigentlich kann man nicht dran vorbei. Die wichtige Ankündigung schauen wir uns dann auch gleich an. Wir werden Eddie und Ferdinand jetzt auch nicht mehr helfen können, die Miete zu bezahlen. Und ja, mal gucken, was uns hier noch erwartet. Hier stehen die neuen Jorvik'schen Warmblüter. Und da haben wir einmal für 750 Starcoins einen Rappen. Ja, Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 2 ab Level 5, wie gesagt. Und ja, das ist schon mal ein sehr, sehr schicker Geselle. Dann einen Schecken. Ist auch auf jeden Fall ein sehr hübscher Vertreter. Dann... ja, weiß ich gar nicht, wie man das hier nennt. Wird schon ein Brauner mit sein, aber ja, ist ziemlich hell im Gesicht. Hat so eine herzförmige Schnippe. Und dann haben wir hier noch einen Fuchsschecken. Zeig dich mal. Ich glaube, solche Scheckungen haben wir noch nicht wirklich... entweder noch gar nicht oder nicht wirklich häufig von den beiden Schecken. Also von daher, ja, da können wir doch schon mal einen gesattelt sehen. Problem ist, bisschen viel los gerade. Ja, hier hinten stehen noch ein paar andere Pferde. Das müssten die aus Fort Pinter dann sein, oder? Der Araber, das englische Vollblut, die stand doch da, der Trakehner. Und das Shire Horse, ja, irgendein Shire Horse stand da. Es kann gut sein, dass es das ist. Wir schauen gleich nochmal. Dann stehen hier die alten Achaltekiner. Genau. Und wenn wir hier die Pferde wechseln möchten, müssen wir mal gucken. Irgendwo hier. Hier gibt es die Tafel. 9 Sets gibt es jetzt. Okay, jetzt stehen natürlich auch weniger Pferde hier. Und dann haben wir hier als nächstes... na, wen haben wir hier? Das Cheval, das ist der Français. Du bestimmt auch. Genau, die drei Franzosen sozusagen. Da hinten niederländische Warmblüter? Ne, dänisches Warmblut. KWPN. Und so kann man dann einmal durchgehen und ja, alle Pferde auf dem Pferdemarkt sehen. Und es ist auch ganz nett, dass wir jetzt eigentlich jederzeit die Möglichkeit haben, ja, die Pferde auch vom Pferdemarkt zu kaufen. Dann gibt es hier einen Shop. Da sollen jetzt alle Items versammelt sein, die wir sonst auch kaufen konnten, verteilt in Jorvik. Wobei das jetzt nicht gerade so häufig aussieht. Nee. Vielleicht müssen wir auch erstmal die wichtige Ankündigung uns anschauen. Gucken wir mal. Neue Varianten des Jorvik'schen Warmbluts sind da und warten darauf, adoptiert zu werden. Sieh dir auf dem neuen Pferdemarkt die neuen Farben an.
Ach so, ja gut, wir haben jetzt das falsche Set. Gucken wir mal. Ich bin Ferdinand und das ist meine Frau Eddie und das hier ist unser neuer Pferdemarkt. Jahrelang haben wir mit unserem Wohnwagen Jorvik bereist, um Reiter wie dir das perfekte Pferd und hochwertiges Reitzubehör zu bringen. Baroness Silverglade hat uns jetzt ermöglicht, ein etwas dauerhafteres Lager aufzuschlagen, hier am See. Nach so vielen Jahren auf der Straße freuen wir uns darauf, hier Wurzeln zu schlagen. Du und Wurzeln schlagen, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wir haben doch darüber gesprochen, Eddie. Das ist es, was wir immer wollten, ein Zuhause. Und keine seekranken Pferde mehr. Das ist ein Teil unserer Vergangenheit, den ich nicht vermissen werde. Das glaube ich. In jedem Stall und jedem Dorf dieser Insel gibt es besondere Pferde, die man nirgendwo anders findet. Aber es gibt nirgends eine größere Auswahl gesunder, glücklicher Pferde als hier auf Ferdinands Pferdemarkt. Du denkst jetzt vielleicht, Ferdinand, sind das alle Pferde, die du zu verkaufen hast? Ich dachte, du hättest dann die größte Auswahl auf ganz Jorvik. Nur du musst wissen, dass die Pferde, die du hier siehst, nur ein Vorgeschmack auf unser gesamtes Angebot sind. Wie sieht es aus, Lucy? Möchtest du noch mehr Pferde sehen? Musst du das wirklich fragen, Ferdinand? Das hier ist Jorvik. Natürlich möchte unsere Freundin noch mehr Pferde sehen. Ich weiß, ich wollte nur höflich sein. Um dir Pferde, die dir vorgestellt werden, auszutauschen, benutzt einfach die Auswahltafel dort drüben. Oh, look, here comes another customer. Hang in there, Lucy. Was? Hier haben sie es einfach Englisch gelassen. Okay. Also, da kommt ein neuer Kunde. Entschuldige, Ferdinand, eine Frage. Sind das alle Pferde, die du hast? Ich habe gehört, du hättest die größte Auswahl auf Jorvik. Lustiger Zufall, dass du fragst. Lucy hier war gerade dabei, vorzuführen, wie man mit der Auswahltafel mehr Pferde hervorkommt. Na los, Lucy, benutze die Auswahltafel und hole neue Pferde für unsere neue Interessentin. Okay. Jetzt haben wir die Araber hier. Naja, sind jetzt wieder andere. Ach, gehen wir jetzt einmal komplett durch. Boah, so viele Pferde. Und wir haben gerade erst angefangen. Lucy, verhilfst du uns mit der Auswahltafel zu einer neuen Runde? Wow, ich finde alle toll. Mehr, mehr. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Prinzipiell haben wir es aber verstanden. Und was haben wir jetzt? Die nordschwedischen Kaltblüter und Tinker. Jetzt hat sie Angst davor, oder was? Boah, zu viele Pferde. Ach, eine ganz normale Reaktion. Eddie, bringst du ihr bitte eine Tasse Tee? Danke für deine Hilfe beim Zeigen der Auswahltafel. Du kannst sie jederzeit gerne nutzen, um nachzusehen, welche Pferde wir hier auf dem Markt haben. Wir finden, dass jedes Pferd ein gutes Zuhause verdient. Stöbere ruhig nach Lust und Laune. Vielleicht findest du ja deinen nächsten Begleiter für deinen Stall. Okay. Ja, jetzt haben wir wieder die Startpferde hier stehen, also die wir vorhin kennengelernt haben, die neuen Jorvikschen Warmblüter. Ich finde sie auf jeden Fall schön. Aber es steht ja immer noch eventuell die Kirschblüte bei mir in der Liste, weil ich die auch sehr schön finde und die gibt es ja nicht mehr so lange zu kaufen und die wird es ja immer geben. Mal gucken. Wir schauen jetzt erst noch mal runter zum Strand. Und dann nehme ich mal an, dass ab nächste Woche der Tim Hoover wieder da ist mit seiner Strandparty. Boah, jetzt haben wir hier sogar einen Weg. Okay. Gut, die Liegestühle sind alle in einem ganz anderen Stil. Sehen ein bisschen klein aus gerade. Wenn wir uns unseren Charakter ansehen. Ja,
Wird schon passen, ne? Okay. Schick, schick. Gut. Ja, das war's dann aber von diesem Mittwochs-Update. Ja, schade, dass der Springparcours von Petunia schon wieder weg ist. Da ist noch ein neues Jovikisches Warmblut. Die sind schon echt schick. Tja, okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.